weet, was houdt die ervoor af dit te maken? Du kannst einfach van zijn man werken. Nee! Aha, ja, wenn alles is met de vrouwen dan. Ja, ja, eben. Ui. Also, jetzt, wo wir alle da sind, können wir endlich anfangen mit dem traditionellen Wahrheit oder Pflicht. Oh, wer fährt da? Keine Freiwillige. Dann fangen wir mit dir an, Pesky. Jetzt wirklich? Sag mir, Brüder. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wahrheit! Also, Pesky, sag mir, du kannst machen, was du willst. Jetzt, einfach so. Was wär's? Ich töte! Ah, seine Witze werden immer wieder schlechter. Ich trinke mal nicht so viel Bier. Ich kann nicht sagen, was ich das Gefühl habe. Felix. Felix? Felix! Ja? Wahrheit oder Pflicht? Pflicht? Boah, das ist noch ein Mann, hä? Jo, du Mann! Dann lauf doch jetzt mal 5 Minuten einfach in den Wald und dann kannst du wieder zurückkommen. Ja, ey. Tschüss. Als ob. Was ist Pflicht? Los. Alter! Ich möchte doch nicht. Schon gut, was? Von was haben wir es gehabt, als er weg war? Also, fuck you! Tschüss! Du versuchst deinen Mann im Ausgang und kannst dir darum keine Fahrstunde leisten. Bullshit! Und das... Haben sie dich also auch weggeschickt? Ja, ich will Ruhe. Okay. Willst du ein bisschen reden? Nein. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit? Felix? Felix! Ja? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Gut. Wird jemand sterben? Nein. Also Felix, du bist dran. Okay. Livia? Wahrheit oder Pflicht? Oh, wieso ich? Pflicht! Knutsch doch ein bisschen mit dem Pesky. Ich habe eine Freundin, sicher nicht. Alter, du doch nicht so schwierig. Nein, das liegt ja nicht. Das kann ich wirklich nicht bringen. Gil, jetzt bist doch mal nicht so eine Pussy. Alter, du hast gar nichts zu sagen. Ich würde jetzt einfach nicht frech werden. Und ich nicht so eine Pussy. Hey Jungs, es langt. Du bist doch blöd! So, das ist jetzt aber eine von diesen berühmt-berüchtigten Wahrheit- oder Pflichtgeschichten. Hallo zusammen! Fettes Projekt. Abgeschlossen, würde ich sagen. Wir haben einfach mal die ganze Nacht für das Projekt durchgedreht. Einfach so vom 8. bis 6. am Morgen. Nachher haben wir abgebaut und dann sind alle einfach schon high auf den Zug. Ich als Film- und Horrorfilm-Fan habe mich mega gefreut, dass ich den Kurzfilm zum Kinofilm Wahrheit oder Pflicht machen konnte, der am 10.05. in die Kinos kommt, machen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf den Film. Ja.
Wir haben die ganze Nacht durchgedreht. Es war auf jeden Fall crazy gewesen. Danke vielmals an alle, die dabei waren. Die Kamera, der Sammy, danke vielmals. Oder die, die gespielt haben, Flavio, Elia, Salome, Evinona. Oder die hintere Kamera, Regieassistent, das Licht, Make-up. Danke vielmals an alle, die bei diesem grossen Projekt haben mitgearbeitet haben, dass das so ist geworden, wie es jetzt ist. Und ja, dann wäre es das mit diesem Video schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf den Kinofilm. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Hoffentlich schon wieder bald. Macht's gut. Ciao.